Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Malus Darkblade in der Malstrom-Kampagne in Total War Warhammer 2, The Shadow and the Blade. Wir spielen auf sehr schwer und versuchen hier uns nicht von sowas ablenken zu lassen. wir beenden die Runde. Wir haben jetzt momentan einen Krieg mit Clan Moors, den wir hier so nach und nach jetzt einfach wegklatschen. Ich hoffe es zumindest, dass wir sie wegklatschen und ich hoffe auch, dass jetzt hier uns dieser Exerich hier weitgehend in Ruhe lässt. Ja, wir sind immer noch abhängig von Malekith, von dem wir nach wie vor unseren Trank brauchen. Agron zu erobern wäre schon witzig. Das wäre schon witzig. Oh, hier ist eine Hochelfen-Rebellenarmee. Funny. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wo jetzt die Skaven hier schon wieder hin sind. Ich gehe erstmal normal dahin. Wie es sein könnte, dass man da eventuell so in eine Falle reinlaufen. Du wirst immer verloren sein. Er macht uns so schön Mut, ne? Bäm. Weggebolzt, noch mehr Sklaven. So, und jetzt sind wir nämlich wieder beim Maximum und haben wieder keine Verlustverstärkungsrate. Whoop-diddly-do. Dafür haben wir jetzt hier die Technologie erforscht, auch steter Sklavennachschub, das heißt mehr Einkommen aus Häfen und mehr Gefangene nach Verluste, durch Verluste nach der Schlacht. Auch gut. So, du gehst jetzt erstmal nochmal hier rein. Ah, wir sind wieder voll. Ah, okay, haben doch irgendwo gerade eben nochmal Verlustverstärkung, glaube ich, nach der Schlacht herbekommen. Klingenmeister soll es sein. Es ist ja ein sehr probater Kämpfer. Und du machst deinen neuen Lieblingszauber mal weiter. Die Schattengrube. Was macht denn das danach noch? Dann gehen die Kosten, glaube ich, runter. Man kann es häufiger verwenden. Geringere Chance auf Kontrollverlust. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah. So, jetzt haben wir hier die fünfte Stufe erreicht. Stop polluting my soul. Du bist ein Seelenverschmutzer. So, jetzt steht's, glaube ich, fast richtig. Ja, jetzt haben wir alle drei jetzt hier im Radius, das ist wichtig. Ah, hier würde ich halt gar nicht noch, warte mal, wir kriegen das hier gleich in den Griff. Hier müssen wir dringend noch irgendwas machen. In einer Runde können wir es ausbauen. Das wird halt langsam sicher echt unangenehm hier. So, was wollen wir denn als nächstes machen? Einkommen durch Überfälle. Unterhalt für schwarze Korsaren senken. Geschwindigkeit für die Einheiten senken. Ja, ich mache jetzt mal das da. Den Unterhalt senken. Wo ist mein Assassino? Hier ist mein Assassino. Kann ich da jetzt eigentlich irgendwo die Sklaven? Da sind sie. I found them. Kleinen Luchis. Okay, er kommt diese Runde nicht ran. Aber ich habe sie immerhin gefunden. Ich baue jetzt hier mal eine Verteidigung rein, in der Hoffnung, dass die Bestand hat. Weil wenn es irgendwie möglich ist, verlieren würde ich es ja nicht unbedingt. Komm schon, jetzt sei vernünftig und mach einen Handel mit mir. Boah, endlich. Ich habe ja immer noch Stärke Rang 3. Was halt irgendwie auch daran liegt, dass wir einfach nur diese... Wir haben diese richtig fette schwarze Arche, ne? Mit der Full-Stack-Armee drin, die uns fast nichts kostet. Das macht halt mega mächtig. Zumindest auf dem Papier. In der Praxis sieht das dann natürlich schon wieder ein bisschen anders aus. Also das Gerippennest muss auf jeden Fall bei Clan Moors irgendwie noch irgendwie mit involviert sein. Und jetzt haben wir die da gefunden. Ich hoffe, dass die sich jetzt hier auf die stürzen. Ja, das tun die. Die gehen da hoch. Das sorgt jetzt für leichte Entspannung in meinem Herzen. In Malus gepeinigten Herzen. Ein bisschen Entspannung, nur solange bis wieder Sarkin anfängt hier rumzusülzen. Und schon sind wir wieder dran. Wunderbar. Mission erteilt. Besiegt die Armee von ihm. Dann bekommen wir ein beschädigtes Schreiben. Für eine Runde 80%. Okay, wir wären lieber für drei Runden 30% lieber gewesen. Boah, das ist ja mal echt krass. Also es wäre krass, aber
Das ist mir gerade ehrlich gesagt zu doof. So, warte mal, segeln wir mal. Nein, ich möchte natürlich jetzt hier in Reichweite sein, wenn ich jetzt hier schon angreife. So. Wenn ich jetzt hier schon angreife, dann bitte auch in Reichweite, ne? Ja, das ist ja jetzt irgendwie lächerlich. Oh, ich kann ja jemandem Magieresistenz geben. Niemanden, der sich das verdient hätte. Wo das echt Sinn machen würde. Muss man leider mal so sagen, also. Aber ich muss auch das nicht spielen. So. Ich soll's ja ausrauben. Dann habe ich jetzt hier die Mission erfüllt. Außerdem bekomme ich jetzt hier die Rabenherolde. Oder? Nieder oder raubt sie aus, inklusive. Ich muss beide ausrauben. Beide gleich. Ach so. Ich muss beide ausrauben, nicht nur den einen. I got it. Ja, jetzt nehmen wir noch das kalte Herz. Okay, jetzt wissen wir das. Oh, und jetzt kann sie endlich den schwarzen Pegasus haben. Jetzt wird sie mobiler und kann deswegen auch nicht mehr so leicht attackiert werden. Nice, nice, nice. Nehmen wir gerne mit. Jetzt können wir aber auch hier Tor El Azor endlich ausbauen. Ja, ja, ich merke, dass da Unrest growt. Das ist nochmal eine Full-Stack-Armee von denen. Deswegen gehen wir jetzt hier auch nochmal zurück. Und zwar so zurück, dass wir wirklich hier auch unsere ganzen Gebiete drin haben. Im Verteidigungsradius unserer wunderschönen schwarzen Arche. Was fehlt denn der noch? Da fehlt jetzt, glaube ich, noch einiges, ne? Also da geht nichts mehr zum Ausbauen, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Wir brauchen 8, um diese Dinger hier zu verbessern. Die Ritter der Nacht wären halt saugeil, ne? Also im Grunde eigentlich, du brauchst, solange du diese schwarze Arche hast, ich meine, ja klar, das Ding ist mobil, das Ding kann jederzeit kaputt gehen, wenn du Pech hast. Aber du brauchst hier keine Einheitengebäude bauen, das kann alles die schwarze Arche erledigen, die hat ja auch den Platz dazu. So, was macht der Exerich jetzt hier? Klatscht jetzt die Armee weg. Ich habe keine Ahnung, wo diese Armee jetzt aufgetaucht ist, aber sie war plötzlich da. Die war plötzlich da. Bam. Erledigt. Nummer 1. Boah. Krasse Armee, ne? Wow, wow, wow. Unfassbar krass. Eieieiei. Diese beschworenen Armeen. Wir können ja auch sowas machen mit diesen Kriegshüterinnen und Karyaübdis-Viechern und... Das war nicht so gut, wir sind in einen Hinterhalt geraten. In dem Fall vergebe ich das hier vielleicht doch mal ganz kurz. Aber das dürfte eine kleine Billo-Armee sein. Das dürfte eigentlich eine kleine Billo-Armee sein. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Hoffe ich. Sieht sie momentan noch nicht rumlaufen. So, rauszoomen. Aufstellen. 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 Sind da hinten. Okidoki. Und greifen hier aus irgendeinem Grund schon an. Die Medusa kann jetzt hier schon mal mit aufräumen. Bis dahin. Die rennen schon mal weg. Ihr könnt die verfolgen. Eins Armee stellt sich da einfach jetzt auf.
Action! Forward! Ich habe schon festgestellt, dass die Medusa irgendwie eine Line of Sight braucht, um effektiv kämpfen zu können. So, du chargst jetzt rein. Oh lol, oh lol, oh lol, oh lol, oh lol, oh lol. Sind deutlich mehr, als ich gedacht habe. Muss noch verlangsamen, dafür haben wir es ja. Charge mal da rein, mein Freund. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Kurz mal ein penumbrisches Pendelchen hier hin. Das tut definitiv nicht weh, zumindest nicht uns. So hinstellen. So hinstellen. Ich habe halt eher diese kleine Truppe auf dem Schirm gehabt, ne? Und nicht diese große jetzt hier. Da kommt eine richtig fette Armee angelatscht. Auf die hier noch drauf schießen. Die haben jetzt hier gerade schon mal gut gelitten. So. Wir verschlechtern jetzt hier mal die Chancen des Feindes. Mach mal das da jetzt dahin. Da laufen jetzt gleich einige durch. Hier geht da noch hin. Unser Streitwagen hat hier schon mal gut Schaden gemacht. Was geht denn da ab? Machen wir hier nochmal ein penumbrisches Pendel hin. So, die rennen jetzt hier gleich weg. Das heißt, ich sorge mal dafür, dass da einfach noch Dinge passieren, die dem Gegner nicht gefallen durften. Attacke. Hier geht auch noch da hinten hin. Angriff. 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 Du killst den gegnerischen General. Du donnerst da. Nee, du donnerst da nicht rein. Das ist totaler Quatsch. So, hier noch hin. Also an und für sich haben wir momentan eigentlich immer noch die Oberhand, aber. Die kämpfen hier gegen Speerkämpfer. Das ist nicht so geil. Und die sollen nicht im Nahkampf sein, zumindest nicht, wenn sie es nicht muss. So, was ist mit dir los? Du kämpfst hier noch, okay. Zurückziehen. Was machen die Jungs hier eigentlich? Du stehst hier nur dumm rum. Du schießt hier. Gut, gut, gut. Die schießen hier alle. Das ist genauso, wie es sein soll. Die werden hier immer noch attackiert. Geht noch die da los, kommt. Jetzt kann sie endlich wieder zaubern. Problem ist bloß, auf was soll sie zaubern? Komm, ich charge die jetzt einfach mal an. Dann kann ich nämlich hier wieder ein Dingens machen. Ach scheiße, dann treffe ich halt die eigenen. Aber hauptsächlich treffe sie hart. Und das habe ich auch. Zum Thema Lifesaving unter Malus Darkblade. Am Arsch die Räuber. So, am Arsch die Räuber. Attacke. Sind Red Spears hier. Das wird jetzt witzig hier gleich. Vor allem, weil sie weg wollen. Wird schwierig, wenn dieser komische Mahlstrom hier gerade eben noch aktiv ist. So, wo ist mein Streitwagen? Okay, die meisten von denen sind jetzt hier schon runtergerannt. Ihr mäht die jetzt hier gerade eben noch nieder, genau. Go, 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 go. Ihr könnt hier noch ganz schön was killen, ne? Auch du, meine Liebe, bist jetzt fliegend dazu echt gut gedacht, Einheiten zu verfolgen. So. Streitwagen hat schon wieder aufgehört, das zu verfolgen. Ich weiß auch genau warum. Wir machen die nieder so gut wir können. Wir haben nicht mal eine Einheit verloren dabei gerade eben. Das gefällt mir. That's beautiful. Ja, die Skaven sind halt schneller als wir, ne? Das geht halt nur mit Reitern. Na gut. Na gut, na gut, na gut.
Die also ich war schon überrascht, wie sie aus dem Wald da kamen. Das sah ich nicht kommen. Na, kriegt sie die ja noch? Ich glaube nicht, oder? Schwer zu sagen. Der Streitwagen hier räumt noch ein bisschen auf. Aber jetzt sind sie alle weitgehend runter. Nur noch diese eine Unit ist es. Ja, komm, die können wir auch noch von niedermetzeln. Wer schad drum? Ja, 5 Stück, komm, das können wir vergessen. Entscheidender Sieg. Wow, okay, das waren doppelt so viele wie wir. 3000 Skaven haben uns angegriffen. Ah, das war, oh, das waren sogar. Das war sogar ein Großteil, sogar wirklich Sturmratten. Unser Vorteil war aber, dass es eine reine Nahkampfarmee war und keine Geschossarmee. Und das hat uns jetzt hier gerade eben so ein bisschen das Leben gerettet. 18% und 1000 Sklaven. Ja, das muss man erstmal irgendwo unterkriegen. Das kriegt man doch nirgendwo rein. Die greifen jetzt hier an, ne? Ja, müssen wir kämpfen. Wahrscheinlich verliere ich das. Och Mann, ich will nicht meine Goldmine verlieren. Das wäre so ätzend. Aber sie ist halt so schwach ausgebaut. Müssen wir uns im schlimmsten Fall ja nachher dann noch von den Echsen zurückprügeln. Und ich möchte mich nicht mit diesen Echsen prügeln müssen. Ja, offiziell wenig Chancen. Lasst es mal so machen. Wir stellen uns hier hin und hoffen, dass die Zauber Dinge tun, ne? Mehr geht nicht. Wir haben ja 4 Fähigkeiten, die wir benutzen können. So, was tut denn das hier alles erstmal? Das ist erstmal der Geißel des Kane. 3 magische Blitze, klein und wirkungsbereich, stark gegen mehrere Angreifer, gut gegen Artilleriewaffen. Ah. Also halt, wenn man halt eng zusammensteht, ne? Verursacht magischen Schaden, stark gegen mehrere Einheiten. Großer Wirkungsbereich, stark gegen einzelne Einheiten. Magischer Zielsuchgeschoss, kleiner Wirkungsbereich, stark gegen einen einzelnen Angreifer. Gegen einen einzelnen Angreifer. Okay. Druki, it is done. So. Da kommen sie schon raus. Die Scheißviecher. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt hier gut wegmetzle. Kill, 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 minus 4. Und sie rennen weg. Gut. Problem ist, wie lange dauert das, um das hier zu wirken? Ja, das ist genau dieses Zielsuchgeschoss. Das wird auf jeden Fall auch treffen. Was ist eigentlich deren Kommandant? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe keinen Anführer. Jetzt kommen die schon wieder raus. Ja, die können das so ätzend oft machen. Ey, das ist nicht wahr. Die können das so oft machen. Ja, und die halten jetzt natürlich auch durch in diesem Augenblick, ist klar. Ich warte noch ganz kurz, bis die alle auf einem Haufen sind. Wahrscheinlich sogar hier besser. Da noch hin. Mehr können wir jetzt gar nicht mehr tun. Boom. Na also. Sie haben halt sehr viele Fernkämpfer, ne? Wir haben jetzt schon einiges an Männern verloren. Und natürlich sind unsere Düsterschwerter so düster wie ihr Name. Ah, ja.
Ja. Das ist so ätzend. Das ist so ätzend. Die halten halt gar nichts durch. So wirklich gar nichts. Unfähig, ein Schwert zu halten, der Verein. Sie rennen einfach alle weg, ey. Du könntest auch einfach, wisst ihr, statt diesen Soldaten in so einem Dorf reinzustellen, um es zu verteidigen, könntest auch einfach ein Schild aufstellen, plündern verboten. Das hätte genau denselben Effekt. Das würde wahrscheinlich sogar noch Geld sparen, weil man die dann irgendwie nicht unterhalten müsste oder so. Ich meine, klar, die gehen jetzt nicht von unserer Fraktion weg, aber in echt müsste man das halt, ne? Also es ist garantiert im Hintergrund einfach ignoriert. Das Einkommen der Stadt wird einfach sozusagen nicht erhöht, um den, was es das hier kosten müsste. So. Also das heißt, CA ignoriert das natürlich einfach im Hintergrund. Ihr versteht, was ich meine. Man könnte, also dieser Ort könnte mehr Geld verdienen, wenn man einfach dieses Schild aufstellen würde. Das wird einmal ein Goldstück kosten, wäre damit überbezahlt und wäre auch noch überbezahlt hinsichtlich seines Nutzens. Cool, wir haben aber... Weil ich diese Armee besiegt habe, habe ich jetzt doch noch diese Verlustversteigerungsrate bekommen. Ja, ist ja nett. Darkblade! Ja, ist ja super nett. Da kommt. Ja, der rennt jetzt halt hier weg, ne? Also ich möchte diese Verlustversteigerungsrate jetzt hier gerade eben durchaus haben. Ganz im Ernst, ich möchte die haben. Gehen wir mal hier in den Hinterhalt. So, was machen wir denn jetzt als nächstes? Es ist halt die Frage, ob jetzt langsam sich mal... Er hat jetzt Level 17, das heißt, wir haben jetzt noch 18, 19, 20, das sind schon mal 3 und dann nochmal weitere 20. Also wir haben noch 23 Punkte, die wir vergeben können. Wir sollten langsam aber sicher mal anfangen, auch die Einheiten zu verbessern. Die Frage ist bloß was. Jetzt muss ich mich halt entscheiden, ob ich auf die Hexenkriegerinnen gehe oder auf die Korsaren. Da würde ich nämlich im Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr bekommen. Jeweils plus 8. Und hier wäre es genau das gleiche. Jetzt sind halt die Hexenkriegerinnen, glaube ich, einfach durch die Bank die bessere Einheit, ne? Death would be a more merciful punishment than this. Wie er wieder rumquengelt. Also wie gesagt, die haben halt einfach deutlich bessere Werte. Die Jungs haben zwar Rüstung, aber die beeindruckt mich nicht. There is little left of me. Close the gates behind us. No. Ich bleib hier trotzdem daneben stehen, aber halt im Einflussbereich der Stadt hier. Die beschädigt wurde. Okay, anscheinend durch einen Agenten. So, unser Assassino hat ein Level-Up. Cool, dann können wir jetzt hier sagen, Einheiten angreifen. Wäre ganz witzig. Wo wir gerade eben schon hier sind. Er verkackt's natürlich. ich werde das jetzt momentan nicht reparieren. Ich sehe es nicht ein. Hier haben wir, glaube ich, eine bessere Verteidigung, ne? Ja, die Verteidigung ist deutlich besser. Sogar mit dem schwarzen Drachen drin. Wie geht hier die öffentliche Ordnung vor die Hunde? Ja, sie geht ordentlich vor die Hunde. Okay. Also ich kann mich immer noch für eine andere Infanterieeinheit entscheiden. Will den Manticore Blutqual Medusen? Nee, das mache ich nicht. Ja, ich sollte bei ihm schon halt auf die Ritter gehen, ne? Auch wenn ich bis jetzt kaum Ritter habe. Die Ritter bekommen halt überraschend gute Werte. Ganz im Ernst, das ist überraschend gut. Dann hier bekämen sie noch mehr Rüstung und noch mehr Waffenstärke. Okay, also dadurch, dass sie jetzt halt Nahkampfangriff und Nahkampfabwehr bekommen, ist das eigentlich ziemlich gut. Bei ihm müsste man eigentlich wirklich auf Monster und auf die Echsenritter gehen. Aber es sind halt alles Large Units, ne? Sobald du gegen irgendwas kämpfst, was Speere oder Hellebarden hat, ist halt rum ums Eck. Obwohl es nicht unbedingt logisch ist, von unserer jetzigen Einheitensituation, mache ich das. So, und du, mein Freund?
Ich komme da halt. I die with my choking hands around your throat, Sarkhan. Oh, das habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Er will tatsächlich einen Dämon erwürgen. Anchors away. Good luck with that. So, jetzt sind wir hier dran. Es verliert halt diese Truppe hier ein bisschen an Lebenspunkten. Aber wir haben jetzt hier alles abgesichert, inklusive dem da wieder. Das hier machen wir nicht. Ja, hier kommt es zur Rebellion. Was willst du machen? Ich habe jetzt halt hier saublöden Zwei-Fronten-Krieg. Aber die Echsen ist auch kein Verlass. Jetzt kommen sie. Ah, der will irgendwie sehen können, was, wo die Hinterhalte sind. Ich sehe schon. Der will sehen können, wo die Hinterhalte sind. Ich finde es halt interessant, durch diese unglaublich fetten Boni auf die Verlustversteuerungsrate hat man teilweise dadurch jetzt hier schon mitbekommen können, wie hier die Verlustversteuerungsrate im Spieler tatsächlich auch in fremden Gebieten abläuft. Ne? Die ist da nicht pauschal null, sondern die Verlustversteuerungsrate ist einfach nur mit einem unglaublich fetten Malus besetzt. Und wenn deine Verlustversteuerungsrate hoch genug ist, also wenn wir jetzt gerade eben zum Beispiel die Sarkhan-Situation nicht gehabt hätten mit dem minus 50% im fremden Gelände, hätten wir, glaube ich, durch die plus 80% und die plus 30%, die wir auch noch durch Malus jetzt quasi seine Fähigkeit haben, also plus 110%, hätten wir auf jeden Fall regeneriert im fremden Territorium. Finde ich spannend, diese Erkenntnis. So. Ja, wir können ja eh nicht so viel tun. Außer ein paar Fähigkeiten einsetzen. Fallen mal so weit zurück, bis wir sie einsetzen können. So, und jetzt können wir wieder vormarschieren. Die versuchen das ernsthaft nur über die zu machen. Okay. If you say so. Ich bin jetzt ernsthaft da rausgerannt, wollte mich verarschen. Hat kaum was gebracht, weil sie halt einfach nicht so nah genug aufeinander gestanden haben. Ne? Vielleicht treffe ich die anderen da dahinter dann noch. Das könnte es der Plan sein. Bisschen getroffen wurden sie, aber auch nicht viel. Ja, schießt mal weiter, ne? Und ihr bleibt so stehen, ihr habt ja schließlich Schilde, ihr könnt auch ein paar Geschosse abwehren. Ist eigentlich lächerlich, was da gerade eben abgeht, ne? Komm, macht hin, ich möchte hier nochmal ein bisschen was zaubern können. Ziehen sie sich wieder zurück, ich habe keine Ahnung warum. Bäm. End them. Das trifft halt deutlich mehr, glaube ich, wenn man die Gegner noch deutlich mehr zusammenkomprimiert. Logischerweise. Da geht es halt wirklich darum, jedes einzelne Model zu treffen. Also jede einzelne Figur ist halt wirklich eine Hitbox. Echt beeindruckend dann eigentlich von der Programmierung her. Ich muss so viele einzelne Einheiten letzten Endes dann quasi im Auge behalten. Jetzt mal, das macht es relativ einfach. Das macht es wahrscheinlich so flächenmäßig. Das wird wahrscheinlich das von oben so berechnen, ne? Das einzelne Fläche. Das 3D wird einfach nur dann letzten Endes künstlich draufgesetzt. Hey cool, guck mal, ohne dass wir was tun, bekommen wir einen Army Loss Penalty. Wir haben keine weiteren Nunes mehr verloren. Es gab einfach so jetzt plötzlich Army Loss Penalty, weil war Zeit zum Essen. Oh, das kann doch wohl echt nicht wahr sein, ey. Ja gut, damit ist das Ding jetzt hier wieder zerstört. Das Leben ist schön. Ja, aber sie haben es nicht kaputt gemacht.
Das finde ich jetzt wiederum äußerst beruhigend. Gut. Oder auch nicht. Jetzt gehört es auf jeden Fall diesen komischen Gaben. Super. Er liebt es bestimmt. Er liebt es bestimmt. Drei Runden noch und dann geht es immer noch. Es sind immer noch minus 15. Hart, das hier zu halten. So, was wir jetzt auf jeden Fall tun, ist das jetzt hier endgültig einzunehmen. Das haben wir dann nochmal schnell berechnet. GG. Und rein, plündern und besetzen. Gut. Da stehen Hochelfen. Das Gerippenest ist auf jeden Fall jetzt unser. Was ist denn das Schönes? Generiert Einkommen. Können wir später noch reinbauen. Da müssen erst andere Dinge rein. Wir machen noch ein Level-Up am Ende der Folge. Ich bin jetzt ein Fan von dem Gedanken, ihm erstmal die Rüstung zu geben. Und ihr? Ockhams Gedankenskalpell. Nee, ich gebe jetzt ihr hier den Segen von Hekati für noch mehr Energie. Im Grunde nochmal ein weiterer Zauber, den man sprechen kann. Und die Frage ist halt, ob ich den jetzt hier immer noch brauche oder ob ich jetzt hier einfach die 1450 ausgebe. Ich glaube, ich gebe die 1450 aus, um hier Verlustverstärkung zu ermöglichen. Das ist, wie ich finde, auch nicht unwichtig. So. Mein Assassino. Keine Ahnung, wo diese Armee jetzt hin ist, aber ich werde es dir nochmal ein bisschen angreifen. Jawohl, es hat geklappt. Er hat ein Level Up. Dass ich kann hier noch mehr Einheiten angreifen, skillen. Die müssen jetzt auch nicht unnötig noch stärker werden, ne? Sonst greifen die mich am Ende ja auch noch an. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn ihr wollt, seid beim nächsten Mal wieder dabei, ne? Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Adi.